Weil jetzt ist ja mal ein bisschen was da wenigstens und jetzt arbeiten die nicht richtig. Das ist ja blöd. Was ist das Ding jetzt? So, Nummer 1 ist drin. Wird hergestellt in 6 und der auch in 6 Sekunden? Immer noch in 6 Sekunden. Oder wird das jetzt nicht berechnet weiter? Okay, also das hilft auch nichts, wenn die Kupferkabel... Wir brauchen de facto mehr Kupferkabel. Okay. Dann lasst uns jetzt mal in die Zukunft investieren. Das bringt auch mit weiteren Produktivitätsgeschichten hier nichts. Wir brauchen mehr Kabel. Das ist einfach ein... Das ist einfach ein logistisches Problem hier, dass wir keine Kabel auf der Leitung haben. Weil die können hier unten liefern, was sie wollen. Oh, hier könnte man trotzdem mal ein paar mehr reinpacken. Ich habe bloß dann auch wieder die nächste Baustelle, dass wir mehr Kupferkabel und mehr Kupferplatten hier anbringen sollen. Hier kommen nämlich zu wenig hier auch an. Aber dann haben wir wenigstens das nächste Problem hier beseitigt. Na, jetzt kommt hier gerade kaum noch Kupfer an. Was ist denn bei euch? Was könnten wir hier? Wir könnten hier auch nochmal einen Hochofen, mehr an Hochofen bauen. Das könnte man tatsächlich machen. Und einfach hier hinten drauf nochmal, oder hier oben, nochmal mit mehr anschließen. Wobei auch, warte mal ganz kurz, hier kommen auch insgesamt. Es kommt schon was an. Aber auch hier sehe ich vielleicht. Wir müssen ein bisschen optimieren auf unserer ganzen Geschichte hier. Gerade jetzt, wo hier oben auch wirklich abgegeben werden kann, kommt hier hinten einfach zu wenig an. So, pass auf. Jetzt machen wir mal von. Fangen wir mal von hier an, das zu spiegeln. So. Okay, da kommt jetzt erstmal der Schlons rein. Okay. Dann. Brauche ich Untergrundbahnen. So. Muss ich aufpassen, wie ich langlaufe. Machen wir mal so. Das passt, okay? Da! So, jetzt kommt ja das Kupfergedönse auch bis darunter. So. Und da haben wir jetzt nämlich das Problem, es kommt hier generell einfach zu langsam oder zu wenig Kupfer an. Aber das ist eine andere Sache, das kriegen wir schon hin. Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. So. Okay. Enigma, dankeschön für dein Follow. So. Ach, mach mal alle. So, was brauche ich? Ich muss jetzt mal ein bisschen organisieren wieder. Wir werden jetzt die gesamte Leitung hier ein bisschen fördern. Aber ich brauche noch
folgendes. Wo sind denn jetzt eigentlich gerade schon wieder? Habe ich jetzt meine gesamten? Normal. Warte mal kurz. Nee, ich habe echt gar nichts mehr davon. Ich habe kein einziges Fließband. Stimmt nur mit mir nicht. Also die brauche ich. Eventuell die. Die vielleicht noch. Und generell bräuchte ich auf jeden Fall nochmal ein ganzes Eck Fließbänder. Und hier brauchen wir auch noch eins. Dass das hier gleich wegflubbert. Genau, dass das hier immer schön voll bleibt. Dann kommt nämlich auch vielleicht mal hinten was an. Okay. So, und wir legen jetzt hier eine gegenläufige Geschichte raus. Brauche ich später auch nochmal davon ein bisschen was. Und das wird dann auch... Warte mal, ich produziere doch hier irgendwo... Habe ich doch eine Produktion für Fließbänder. Ich glaube, hier unten irgendwo war das. So. Da werden meine Fließbänder gelagert. Machen wir mal Folgendes. Sagen wir mal, wir brauchen so viele, brauchen wir gar nicht. So, jetzt will ich erstmal Ruhe haben mit den blöden Fließbändern. Okay. Gucken wir mal. Das wird schon. So. Okay. Falsche Baustelle. Hier oben sind wir. Okay. Und hier gehen wir jetzt hoch. Gleiches Spiel wie gerade eben wieder. Wir gehen hier unten durch, gehen da aber jetzt hoch. Und speisen das ganze Ding hier wieder ein. So ist der Deal. Und jetzt kommen wir mit den Greifarmen von hier oben raus und geben das Zeug, was da drinnen liegt, geben wir einfach hierauf ab. Und von unten legen wir mit Kohle nach. Ja, und da haben wir das Problem. Verdammt! Echt jetzt? Na gut, okay. So. Hier auch noch. Das müsste doch hier am Netz hängen. Das hält doch keine Geschichten. Machen wir halt so. Aber gut, Hauptsache es hält. So. Und jetzt kommen hier eben ganz viele. Und ich sehe es schon kommen, dass das auch wieder eng wird. Dann gehen wir auch klar gleich wieder Vollgas drauf. Gut. Ein paar rote Durchförderungsleitungen, das ist auch nicht schlecht. Okay. Was, du hast Stein bei deiner Kohle? Das meint ihr? Das Festbrennstoff, was da drinnen ist. Oder hab ich irgendwas übersehen? Nee, das ist Festbrennstoff, was da ist. Der brennt einfach schlicht länger. Also wenn die hier mit Festbrennstoff, der hat einen 25 Megajoule und der hat 8 Megajoule. Also die brennen einfach schlicht länger, die Dinger. Das ist sehr, sehr gutes Zeug. Kann man aus Ölprodukten herstellen. Funktioniert auch ganz, ganz hervorragend eigentlich. So. Müssen wir gerade gucken, wie wird denn das verteilt? Das ist jetzt... da habe ich nicht aufgepasst. Das müssen wir anders machen. Weil das klappt sonst nicht. Ja, so muss das sein. Weil sonst haut das hier nicht hin. Sonst zerlegt es mir hier irgendwann ein bisschen die Leitung. Hier unten stellen wir nämlich im Übrigen auch nochmal Kupferkabel her, aber halt nur für die kleine Nebenbei-Produktion, sagen wir mal so. Ich brauche unfassbar viele Hangars. Dankeschön für deinen Twitch, der Bass. Für deinen Twitch. Ja, genau, für deinen Follower auf Twitch. Danke für deinen Twitch. Oh Mann, Zwerge, ey. Gehirn. Achso, warte mal. Das können wir so nicht ganz machen. Aber wir spiegeln das im Großen und Ganzen.
Weil sonst schaut das mit den Stromleitungen wieder saublöd aus. So, und sagen hier, ihr stellt mir, weil es halt wirklich jetzt gerade einfach nur ein Engpass ist. Und es wird eher schlimmer in der Zukunft, weil wir immer mehr Sachen brauchen und dann funktioniert das dauerhaft nicht. Und deswegen gehen wir jetzt an die Sache einfach mal pragmatisch ran und sagen, pass auf, dann gibt's halt jetzt einfach hier noch ein bisschen was. Dann wird das hier halt mit durchgeleitet. Und dafür produzieren wir dann rote Schaltkreise bis zum Abwinken, weil da wird es eben auch, wie gesagt, immer ein bisschen knapp. So, und dann leiten wir hier unten. Wie komme ich jetzt hier an meinen Kupfer? Das müssen wir von oben drüber leiten. Das geht hier quasi raus. Kommt hier rüber. Okay, das muss ich mir gleich anschauen. So kommt das her. Und dann machen wir das folgendermaßen. Also diese Kupferleitung von hier, da gehen wir jetzt hier rein. Teilen die auf. Und legen die dann durch einen unterirdischen Bereich, der hier rüberkommt. Und das geht dann hier rein. So, jetzt kommen auch teilweise Kupfer... Platten, die eigentlich darüber gehen, aber auch dafür reicht es ja nicht. Die kommen dann trotzdem hier an. So. Also momentan, wir haben wie viel? 2, 4 Roboter-Hangars. Hier habe ich ein bisschen Zeug weggenommen. Achso, ich will Festbrennstoff. Nee, will ich momentan nicht eigentlich. Genauso wie das könnt ihr mal mitnehmen. Die könnt ihr auch mal einlagern. Die eine, das kann auch weg. 200 habe ich auch ein bisschen mehr wieder eingesammelt. Das kann weg. Und das Effizienzmodul kann auch weg. Ich muss mal ein bisschen Platz immer schaffen. Gut. Die nehmen das jetzt und tragen es einfach in die nächste Lagerkiste, bis irgendwann mal irgendeiner braucht. Das ist eine Sache. Ne? Marvin, das mit den Releases beim LS, das ist immer so eine Sache. Ich frage mich gerade, warum direkt vor meinem Fenster hier die Feuerwehr steht mit Blaulicht. Wenn es jetzt noch wärmer wird, ja, dann könnte es sein, dass die Bude hier brennt. Also nicht diese hier, aber irgendwo da drüben. Schauen wir mal. Also. Verdammt. Warte mal, ich trinke mal ein Schlückchen. Ja, man dürfte ja nicht dehydrieren beim Brand gegenüber. Mach ein Foto. Keine Ahnung, ich sehe das so von hier. Ich glaube, wenn man ein Foto macht, sehe ich gar nichts. Schnell alle raus. Nee, der Zweig brennt. Mir brennt höchstens der Kittel. Ich denke mir gerade, hä? Was leuchtet denn da drüben so? Aber die Leute gehen entspannt vorbei, dann kann es nicht so schlimm sein. So, okay. Die wollen nur dir zusehen. Nee. Die parken mit dem Hintern zu mir. Nehme ich jetzt persönlich. Warte mal kurz. Was zu eng ist? Nee, ich wäre... Boah, sag mal. Das Schöne an dem System mit den langen Geraden, die wir hier haben, wir können das nach oben jederzeit erweitern. Wenn wir wirklich Platz brauchen, gehe ich einfach in der Leitung nach oben. Sag mal, also meine Brille ist echt schwierig unterwegs. Ja, ihr seht nichts, ihr müsst ja auch nicht. Reicht ja, wenn ein Schaulustiger hier sitzt. Okay. Machen wir weiter. Lassen uns jetzt dann nicht beeindrucken. So. Und leiten das jetzt bis hier hoch. Und hier oben wird es verteilt. Hier kommt eh viel zu wenig an. Selbst wenn wir jetzt hier Vollgas geben, kommt hier echt zu wenig an. Okay, wie schaut es jetzt hier aus? Hier kommt zu wenig. Ah, das Problem.
Hier kommt das Kupfer im Prinzip zu schwach durch. Okay, also ich brauche hier auf jeden Fall deutlich mehr Power. Weil hier oben kommt genug an. Das eigentlich? Ach, das hier oben haben wir ja immer noch laufen. Das können wir mal abreißen. So, hier könnten wir mal erweitern. Nee, können wir nicht, weil wir hängen wahrscheinlich hier wieder. Doch, wir sind voll angeschlossen hier. Krass. Was fehlt mir für die Erzleitung? Eisenplatten. So, das hier oben können wir auch lösen. Ist so angenehm, wenn du das so aufbauen kannst. Wir können das ja bis hier machen. So, löschen wir das mal. Wir haben die genug zu tun jetzt erstmal. Wir holen dich ab. Nein! Ich glaube nicht. Alpaka-Schnitzliebe! Yay! Zwergi-Rennen oder Renten, die stehen da echt immer noch, ne?